Da müssen wir rauf. Ausgibt es deswegen nicht, weil man nämlich nicht zuschauen muss. Es geht aber, oder? Schon am Limit von der mentalen Kapazität für meine Fähigkeiten. So, der Audio-Zoom, da kann man jetzt sogar gluck-gluck hören, was du trinkst. Was erleben wir da jetzt? Schau, da ist der Doppelsteig. Naturpark Sierningtal Flatzerwand, Doppelsteig. Hallo und Grüße von der Flatzerwand. Ich bin Flat dabei und heute geht's ja auf die Flatzerwand über den Doppelsteig. Und da nehme ich euch und Asrael mit, weil der hat sich nämlich immer noch kein Sprichwort überlegt und kommt euch gar nicht zu Wort. Ja. Warum sind Schwammerl auf einer Pizza? Weiß ich nicht. Weil sie als Belag fungieren. Mhm. Du hast es geschafft, was du über deinen eigenen Witz am meisten lachen musst. Du, ist der da drüben, ist er da, oder was? Na, schau einmal, da, was so schön felsig ist. Da ist man einfach durch den Wald unterwegs irgendwie. Genau. Das ist der Jubiläumssteig, versicherter Klettersteig. Da müssen wir noch nicht hin, ne? Da wollen wir nicht, ne? Wir müssen da weiter noch. Stickel. Warum machen wir denn überhaupt den Doppelsteig? Weil du nämlich keine Klettersteigausrüstung hast, das haben wir gedacht, wir machen das gleich einmal auf einen Steig, der keine Versicherungen hat, weil da schaut es nämlich da nichts. Genau, ne? Da ist dann auch okay, wenn man abschießt. Ja, Doppelsteig ist UIAA 2-, also eine leichte Kraxelei, da werden wir uns jetzt einmal betätigen. Schau, da kannst du noch beten eventuell. Also diese Tour ist in jeder Hinsicht experimental, wir haben nämlich experimentale neue Ausrüstung. Mhm. Ich kann leider nicht drauf zeigen, ich halte es mich gerade in der Hand. Product Placement. Schauen wir mal, was das so hergibt. Zu den Klettersteigen, schau, Doppelsteig. 1 bis 2, Flatzersteig 3 bis 4. Doppelsteig, nicht versichert. Und wenn Sie wissen wollt, was für mich den Reiz für seinen Steig ausmacht, nicht versichert heißt nicht versichert. Die Versicherungsmentalität in unserer Gesellschaft ist sehr viel zu ausgeprägt. Da geht es gleich am Anfang steil rauf. Die Steigung ist schon unerträglich, es geht schon fast bergauf. Da müssen wir rauf. Also. Genau. Aber außen rundherum am besten. Aber ein bisschen rundherum, ja. Schön langsam. Ich bin sicher, dass uns den Berg nicht weggetragen werden. Da siehst du, wie es weitergeht. Ja, genau. Eine wunderbare Aussicht. Na, ist schön da, gell? Super. Such dir einen schönen Griff irgendwo und dann möglichst platzsparend.
schau. Zur Belohnung geht's da weiter. Da kann man jetzt um. Da darf man jetzt nicht runterfallen. So da. Und das da ist die Schlüsselstelle. Da rauf. Genau. Es geht aber, oder? Ah, was ist okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil da hat man nämlich nicht so einen. Da geht es nämlich links auch schon oben. Ich glaube, ja. Aber ausgibt es deswegen nicht, weil man nämlich nicht hinschauen muss. Wenn man nicht hinschauen muss? Genau. Da muss man dazu sagen, es ist halt natürlich auch mental. Wenn du weißt, du hast das Seil, ist dann nur ein bisschen was anderes, auch wenn es schwieriger ist. Nicht? Wie gesagt, das ist da alles schon wieder deutlich leichter. Die Schlüsselstelle war schon da unten. Es ist ja nicht wirklich schwierig, im Gegenteil, es ist ja wunderschön geendet. Aber da darfst du halt echt nicht daneben greifen. Das ist wahr, ja. Ja. Das ist richtig herrlich da. Ja, wunderschön, aussichtsreich ist da der Steig. Und vor allem hat man Aussicht auf Israels Bemühungen im Anstieg. Da ist es jetzt auch schon wieder deutlich leichter. Zwar immer noch felsig, aber wir sind fast oben. Buch steht da, schau. Buch. Da herüben ist der Steigbuch, schau. Ja, so ein Steigbuch, das genießt eine anständige, schöne Aussicht. Da bist du sicher gut vorbereitet und hast das meinen Stift jetzt zum Eintragen in das Buch, oder? Super! Sensationell! Ich bin begeistert! Ja, das ist der 4.5. Ja. Völlig überraschend habe ich schon die Sicherheitsupdates vom 5.5. vom Einhorntag auf mein Handy drauf. Das ist offensichtlich ein besonderes Geschenk von Google. Zurück in die Steigbuchhalterung. Zurück. War nicht so leicht. Wie man das gelernt hat. Ja. So. Wir haben das Gipfelbankerl erreicht, oder? Wir haben es nicht nur erreicht, wir haben es auch besetzt. Nicht schon langsam sicher, weil der Wind frischt, deswegen werden wir jetzt in Richtung Naturfreundehaus weitergehen. Aussicht sensationell, Bilder haben wir euch eingeblendet. Ja. Was sagst du? Sensationell, also schwieriger darf es nicht mehr sein für meinen Übungsgrad und für mein Gewicht. Aber das war machbar. Gut. In Kirchenhaus in 30 Minuten zum Naturfreunde. Jubiläumsteigplatz.
Ja, das ist die kleine Schwester von der Hohen Land, aber alles andere als hässlich. Ganz im Gegenteil, niedlich, oder? Äußerst attraktiv. Kirchenhaus in 15 Minuten zu den Klettersteigen und Fürststeig da oben, schau. Mhm. Ein wolliger Schneeball. Na, den kannst du mir jetzt gar kaum was wissen. Jetzt schauen wir mal auf das Hausal hinauf, oder? Ja. Platzerlochsteig. Schwierig. Schau. Steht auch, Platz schwierig. Mhm. Na gut. So, da gibt es ein ganz besonderes Bankerl mit einer ganz besonderen Aussicht. Schau mal, das schaut doch gut aus, oder? Ja, da kann es nicht mehr weit sein zum Haus, oder? Na, schau, das Naturfreunde-Haus ist erreicht. Na, schaut, wenn da Betrieb wäre, ohne Corona, dann wäre das doch der richtig schöne Ausblick, oder? Leider in Richtung Westen gibt es keine Aussicht, außer Aussicht auf informative Wegweiser da drüben. Azrael, du musst die Zeichen der Zeit deuten, es ist nämlich Sonnenuntergang, das heißt, wir müssen aufbrechen. Ja, da drüben offensichtlich ein ziemlich wilder, erdiger Abstieg, den nehmen wir nicht. Wir werden heute Sicherheitsvariante wählen. Zum Gösing in 45 Minuten und über den Gottwaldsteig. Ja, ihr habt geglaubt, dass Azrael Blumen gießen geht, das stimmt nicht, er tut fotografieren. Eine ziemlich interessante Wuchsform für eine Eibe, ha? Die hat da beschlossen, irgendwie abzubiegen und dann da oben zu probieren. Der Flatzer Anger. Aha. Das Schüttel ist ja wirklich historisch. He? Bist du narrisch? So, da ist auch jede Menge Wegweiser nach Flatz in 45 Minuten. Das werden wir das anbringen im Abstieg. Da haben wir nämlich dann auch noch ein Licht und das ist nicht schlecht. Zoom sind sicher extrem zu mir heran, oder? Sicher. So, der Audio-Zoom, da kann man jetzt sogar Gluck-Gluck hören, was du trinkst. Ist da immer noch der grausliche Krapper drinnen? Ja, das ist ja ein grässliches Gesöff, das riecht ja bis daher. Mhm. Ja, das war der E60. Da kannst du dich dann betätigen, wenn du einmal einen Hanselsteig und sonstige leicht gegangen bist, weil das ist nämlich ein C-Steig. Schon. Aha, schau, immer genau dem Stromlauch. Das ist mir wohl schon lichter werden, gell? Weit kann es nicht mehr sein.
Dernitzer Steig, Abzweigung Flatzerloch. Also da waren wir runtergekommen, wenn wir dem Gelben gefolgt werden. Ja, wir sitzen da hier unten wieder auf unserem Bankerl, in der Sicherheit angekommen, Abstieg natürlich unproblematisch mit der leichtesten Alternative. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Das war super. Also es war, wie gesagt, schon am Limit von der mentalen Kapazität für meine Fähigkeiten. Also. Na, sag's doch mal. Ja, auf Insta jetzt inzwischen. Wir werden aber diesmal, glaube ich, nicht so lange ausharren, dass wir da irgendwelche großartigen Nachtbilder machen. Die ganze Geschichte war eigentlich jetzt mit neuen Equipment einmal ein Versuchsballon, darum eine ziemlich kurze Tour, trotzdem zur Nachahmung empfohlen. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, ja, wenn man sich traut. Wer sich zutraut, es ist Kletterei, keine Frage. Es gibt auch leichtere Anstiege auf die Flatzer Wand und die hat uns sicher nicht zum letzten Mal gesehen, denke ich mal. Ja, ich glaube auch. Ja. Von der Höhe ist es gerade super, es sind nicht so lange Steige. Für es Anfänger sind, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Es sind 80 Klettermeter, so viel ich weiß, also eigentlich total wenig. Das habe ich im Video, glaube ich, dann wahrscheinlich endgültig mehr aufblasen, als wirklich ist. jeden Griff, jeden Stein mitgenommen, aber das macht gar nichts. Darf man auch mal bringen. Ja, ich denke, das war's dann von uns, ja, oder? Der Hass, nur mehr, ich bin flott dabei. Du bist ausreichend. Du hast immer noch kein Sprecher. Ja. Das macht man inzwischen gar nichts mehr. Gut. Und vielleicht sieht man uns ja mal bei einer anderen Tour. Das ist nicht ganz mittig, oder? Das ist ja wurscht. Wir. Wie ist das gegangen? So, das Symmetrie war. Ist die Ästhetik der Dummen. Schau doch mal zurück da, schau. Da wollen wir. Halt mir die Picture. Sicher, Leute, die die Picture taken. Perfekter Halt. 3 Meter drauf. Die Zielengrippen? Die Zielengrippen, ja. Die Zirpengrillen. Sind bereit? Ich bin die bereit. Dann bitte. Selten war ich bereiter. Okay. Bereiter, das sind die Typen, die wir so auf der Lippezahnerhengste reiten. Was? Bereiter deinen Beute. Weiß ich nicht, es kommt drauf an, ob du ein Hengst bist. Schon am Limit von der mentalen Kapazität für meine Fähigkeiten. Also. Na, sag's doch mal. Hahaha.